Regel Nummer 2. Ball. Eigenschaften und Abmessungen. Sämtliche Bälle müssen kugelförmig sein, aus einem geeignetem Material bestehen, einen Umfang von mindestens 86 und höchstens 70 cm haben, zu Spielbeginn mindestens 410 und höchstens 450 Gramm wiegen und einen Druck von 0,6 bis 1,1 Atmosphären auf Meereshöhe 600 bis 1100 Gramm pro Quadratzentimeter haben. Alle Bälle, die im Spiel bei einem offiziellen von der FIFA oder den Konföderationen organisierten Wettbewerb eingesetzt werden, müssen eines der folgenden Kennzeichen aufweisen: FIFA Quality Pro, FIFA Quality, IMS International Match Standard. Bälle, die die bisherigen Qualitätsmarken wie FIFA Approved, FIFA Inspected oder International Matchball Standard tragen, dürfen bei den genannten Wettbewerben bis Juli 2017 verwendet werden. Diese Qualitätsmarken auf einem Fußball bestätigen, dass er offiziell getestet wurde und zusätzlich zu den in Regel 2 aufgeführten Mindestanforderungen die spezifischen technischen Anforderungen der jeweiligen Qualitätsmarke erfüllt, die vom IFAB bewilligt werden müssen. Die Institute, die die Tests durchführen, müssen von der FIFA zugelassen werden. Beim Einsatz der Torlinientechnik, GLT, müssen die Bälle mit integrierter Technologie eine der obigen Qualitätsmarken tragen. Die nationalen Fußballverbände können bei ihren Wettbewerben verlangen, dass ausschließlich Bälle genutzt werden, die eine dieser Qualitätsmarken tragen. Bei Spielen eines offiziellen Wettbewerbs, der von der FIFA, einer Konföderation oder einem nationalen Fußballverband organisiert wird, ist keinerlei Form von kommerzieller Werbung erlaubt. Hiervon ausgenommen sind das Emblem, Logo des Wettbewerbs und des Wettbewerbsorganisators sowie das eingetragene Warenzeichen des Herstellers. Das Format und die Zahl solcher Kennzeichen dürfen in den Wettbewerbsbestimmungen begrenzt werden. 2. Austausch eines beschädigten Balls. Wenn der Ball beschädigt wird, wird das Spiel unterbrochen und mit einem Ersatz- und Schiedsrichterball an der Stelle fortgesetzt, an der ursprünglich Ball beschädigt wurde. Wenn der Ball bei einem Anstoß, Abstoß, Eckstoß, Freistoß, Strafstoß oder Einwurf beschädigt wird, wird die Spielaufnahme wiederholt. Wenn der Ball bei einem Strafstoß oder beim Elfmeterschießen beschädigt wird, während er sich nach vorne bewegt und bevor er einen Spieler oder die Querlatte oder einen Torpfosten berührt, wird der Strafstoß Elfmeter wiederholt. Der Ball darf während des Spiels nur mit der Erlaubnis des Schiedsrichters ausgetauscht werden. Zusätzliche Bälle. Zusätzliche Bälle dürfen um das Spielfeld herum bereitgehalten und bei Bedarf ins Spiel gebracht werden. Vorausgesetzt, sie erfüllen die Anforderungen der Regel 2 und ihr Einsatz erfolgt unter Aufsicht des Schiedsrichters. Zusätzliche Erläuterung des DFBs. Der Schiedsrichter prüft vor Spielbeginn auch die Ersatzbälle. Der Schiedsrichter muss den Spielball während der Halbzeitpause an sich nehmen. Nach Spielschluss gibt er ihn dem Platzverein zurück. Der Spielball und die notwendigen Ersatzbälle werden vom Platzverein bzw. Veranstalter bereitgestellt.